Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. So, ich bin hier noch ein Stückchen geflogen, wollte ich schon sagen, hier gefahren mit meinem kleinen Grasshopper. Wir sind immer noch auf der Suche nach ein paar Viechern, dass wir die letzten beiden, ich glaube zwei fehlen uns noch, ne? Wollen wir gerade mal gucken, nach der letzten Aufnahme, ob wir das gerade schon wieder vergessen. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen ruckelt, weil ich nebenbei hier nämlich noch ein bisschen Videodateien hin und her schiebe wie ein Bescheuerter. Uns fehlen noch zwei. Ja, noch zwei fehlen uns ja noch. Und ich weiß nicht hier oben, warum. Das hatte ich doch hochgeladen alles schon. Uns fehlen noch zwei. Zwei Viecher fehlen uns noch. Ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Ja, ich habe hier, wo ich losgedüst bin, habe ich hier noch hier diese Basis gefunden. Da wollte ich dann nochmal schnell reingeschaut haben. Kann ja nicht schaden. Ich weiß nicht, wo wir anfangen wollen. Wir gehen einfach mal da rein. Ins Haupthaus. Wir gehen erstmal ins Haupthaus. Wie gesagt, es kann sein, dass es ein bisschen ruckelt, weil ich nebenbei eben noch Videodateien hin und her schiebe, was ich nachher alles schön hochladen kann. Hallo. Na? So. Was haben wir? Das Corvax Konvergenz. Reisender. Mehr weiß er nicht. Okay, die Lichter in der Maske der Lebensform ziehen sich zusammen. Sie projizieren ein Bild in meinen Helm, wie sie komplexe Gleichungen faszinierender Technologien zischen, verschwommen vorbei. Die Wahrnehmung und das Verständnis der Entität liegen weit über meinen Fähigkeiten. Bilder chemischer Formeln, Energie, Richtdiagramme und mikrodichte Geräte tanzen direkt vor meinen Augen. Zu schnell, um sie zu verstehen. Ich will, dass es aufhört, doch stattdessen bitte ich lieber um eine Pause. Aber wann? Bei den mikrodichten Geräten, bei einem Energiediagramm oder bei chemischen Formeln. Ich mach mal die goldene Mitte. Hält bei einem Multi-Werkzeug-Technologie-Bauplan an. Ich bedanke mich bei der Entität. Granatenintensität Sigma. Das habe ich mir schon gedacht, dass es sowas in der Art ist. Ja, No Man's Sky. Vielleicht nochmal eine kurze Geschichte zu den Titanen, Wake Titan. Dieses Bild, was ich euch ja gezeigt hatte in der letzten Folge, das ist immer noch nicht komplett, das sieht eigentlich noch genauso aus wie vorher. Man vermutet, dass dieses Bild erstmal fertig zusammengesetzt sein muss, damit man weiterkommt. Unter anderem kann man mit den Texten, die da draufstehen, kann man sich ja in so einer Art, wie soll ich das sagen, in so einer Art Programmierabfolge, kann man sich einiges anzeigen lassen, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Also zum Beispiel, du schreibst zum Beispiel hin, Start Atlas Init oder irgend so eine Art, schreibst dann hin und dann startet da halt irgendwie eine Art Programm, eine neue Textzeile kommt, da steht dann, ja, wurde initiiert, etc. pp. Aber da kommt noch nicht viel. Also da gibt's leider noch nicht viel zu zeigen. Momentan habe ich auch noch keine Information darüber, wie es jetzt weitergeht. Es deutet so ein bisschen, wenn man so die Texte liest, so ein bisschen darauf hin, ja, dass man halt eine neue Alien-Rasse kennenlernt oder dass sich das alles so ein bisschen in Richtung Geschichtserzählung hin entwickelt. Aber letztendlich gibt es da keine konkreten Informationen. Also da müssen wir das hier raus, ja. Müssen wir gucken. Wir müssen einfach abwarten. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir vielleicht am Wochenende vielleicht schon mal in so eine Art Beta reingucken können. Aber das scheint noch nicht so weit zu sein. Vielleicht ist es nur so eine Art, ja, Aufwärmrunde für das Update, was sowieso im August kommen soll. Und wir haben ja in einer Woche, haben wir ja August. Also wir haben jetzt noch eine Woche Juli, dann haben wir schon August. Und dann ist natürlich die Frage, wann das Update kommt. Kann sein, dass es jetzt mal so ein Probelauf ist, bis nachher das Update kommt. Wir müssen natürlich gucken. Es wird ja gemunkelt, dass es einen Story-Modus geben soll, dass sich also richtig viel bewegen soll. Alles gut und schön. Ich befürchte allerdings, dass wir eventuell mit No Man's Sky neu starten müssen, weil ich weiß nicht, ob das Implementieren eines Story-Modus, ob das nicht so dermaßen halt in das System eingreift, dass wir nochmal neu starten müssen. Ich muss mal sehen. Ich muss mal gucken. Es kann ja sein, dass wir das Spiel komplett neu starten müssen, um gewisse Features überhaupt freischalten zu können. So, genug gequatscht. Wir gucken hier nochmal rein. Als ich beim Terminal stehe, führen winzige Drohnenoberflächliche Reinigungsarbeiten im makellosen. Ach komm, wir müssen sowieso die Zahl knacken. 7354. Die 3 rutscht immer ein nach vorn. Das heißt, die 3 müsste in dem String an dritter Stelle sein. Also muss es wieder die goldene Mitte sein. Der Code ist korrekt. Das Geheimnis des Signals ist gelüftet. So, was haben wir denn hier? Auf unserem eigenen Planeten, wohlgemerkt.
Vielleicht. Oder auch nicht. Oder doch. Oh, okay, das ist dann eine Ruine. Eine Ruine. Na gut, da können wir dann ja auch nochmal hingondeln. Vielleicht haben wir ja Glück und finden auf dem Weg dorthin die letzten zwei Viecher. Da. So, aber bevor wir lostingeln, gucke ich erstmal nochmal da vorbei. Ich gucke mal da vorbei. Da müsste ein Händler sein. Da komme ich ja überall sowieso nicht rein hier. Naja. Müssen wir mal schauen. Huch. Schönen guten Tag. So, hier ist ein Nischt. Gropogo. Mein kleiner Gropogo. Gropogo. Experiment niedrig, selten Silikat, Isotop oder Oxid erforderlich. Na gut, wir haben nur Plutonium, insofern gehen wir das mal an. Wieder die goldene Mitte. Die Lebensform gelingt es, mit meiner Gabe eines ihrer Experimente zu retten. Sie bedankt sich. Was kriegen wir denn? Energiespeicher. Oh, das ist nett. Wir haben sowieso wenig Energie. Das passt ganz gut. Ein sehr effizientes Gerät. Ja, können wir uns sogar herstellen aus Plutonium und Kohlenstoff. Das sollten wir uns vielleicht auch mal angewöhnen, dass wir das benutzen. Achso. Ne, da sind wir verkehrt. Das müssen wir auch nochmal aufladen hier. Dafür brauchen wir Zink-Titan-Schildsplitter da. Hä? Können wir das nicht damit? Müssen wir das hier mitmachen oder? Nee. Hello? Energiespeicher? Konnte man das nicht mit Energiespeicher? Energiekanister steht doch hier. Oder haben wir nur das Rezept gelernt? Haben wir das Rezept gelernt? Da stand aber nichts von neuen Rezept. Well. So, Energiegel. Können wir herstellen. Energiekanister. Haben wir das jetzt doch gelernt? Energiespeicher. 100, 200, dann haben wir es doch gelernt. Energiespeicher. Energiekanister. Guck, steht hier noch irgendwas? Energieaufladezelle. Energieaufladungszelle. Nö. Mit hoher Kapazität. Ja. Wir machen mal eine fertig. So. Ach, guck mal, siehst du, jetzt geht das auch. Nee, ist so aufgeladen. Passt schon. Siehst du, dann haben wir das auch gleich mal ausprobiert. Was haben wir hier? Isotop. Plutonium, ja, natürlich. Da habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass das... Ist das rot? Ja, ist, glaube ich, egal. Bei den Dingern ist, glaube ich, immer Plutonium dran. So, Gerät. Der Gerät Schild auf Maximum, das ist schön. Und dann haben wir hier noch ein Relais. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Auf der Konsole leuchtet ein pulsierendes rotes Licht. Was haben wir denn? 17, 33, 65, 129. Okay, dann muss ich mal... Mal kurz meinen Taschenrechner. So, Rechner. So, nein, ups, das war verkehrt. Minus. Dann haben wir, das muss dann das 16. 16. 33. Okay, das ist also die Folge. Das ist 32, das Doppelte. Also muss das immer das dann das Doppelte sein? 29 mal 2. 258 müsste das sein, richtig? Was? Doch verrechnet. Ach, ich hätte Plus nehmen sollen, ne? Scheiße, ich glaube, da habe ich mich verhauen. Ah! Dann habe ich das doch falsch gelesen, das Ganze. Ich dachte, es kam immer das Doppelte einmal oben drauf. Ich glaube, das war der Fehler. Kommen wir da nochmal ran? Nee, ne? Naja, scheiße. Ah, da habe ich mich verguckt. Ich dachte nur einfach mal 2, aber ich glaube, das war mal 2 plus 1. Also im Prinzip mal 3, wenn man so will. Aber nee, mal 2 plus den Wert. Naja, ist doch egal. Ist jetzt sowieso dahin, von daher ist es wurscht. Scheiße. Verguckt. Nur wenn man sich einmal verguckt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die nochmal respawnen, diese Quests. Aber ich meine, in den Kommentaren stand mal, dass sie nicht respawnen. Ist auch wurscht jetzt. Wahrscheinlich was richtig Dolles hätten wir eh nicht gekriegt. Irgendwie müssen wir uns ja positiv... So, wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Da wollte ich hin.
Irgendwie müssen wir uns ja wieder rausreden. So. Wo? Okay. Moin. Oh, Technologie, beziehungsweise Niethaufen. Nimm mal mit. Können wir was verkaufen? Ich glaube nicht. Haben wir was Günstiges dabei, was wir verkaufen könnten? Isoliergel hätten wir verkaufen können. Apropos Isoliergel, wollen wir mal schauen? Isoliergel, ich will mal nach dem Preis gucken. Sprengstoff. Naja. Ich wollte mal gucken, wie viel Geld wir hier dafür kriegen. Wir können es auch so verkaufen, ist egal. Ob wir nun die zwei mehr oder weniger haben, ich glaube, das ist Wumpe. Verkaufen. Temerium plus 5%, okay. Guck mal, 3,8%. Das ist ja geil. Das heißt, wir können eigentlich Isoliergel verkaufen und nicht nur verkaufen, sondern mit einem ordentlichen Plus verkaufen. Also wir müssen gar nicht groß rumfliegen, sondern wir können das eigentlich gleich hier im Sonnensystem verkaufen. Zumindest hier. Zumindest an diesem Platz. Das sollten wir doch mal machen. Schildsplitter. Könnten wir kaufen. Ich bin mir überlegen, ob ich nicht hier in der Nähe was soll ich sagen? Erkundung zu Fuß stand schon immer da. Vorratsmix des galaktischen Marktes. Statistik, Erkundung zu Fuß. Stand da schon immer da. Meist erhaltene Units. Zerstörte Schiffe 31. Wächter zerstört. Extremes Überleben. 7,3 Souls. Okay. Kaufen. Ich wollte nämlich eigentlich mal schauen, dass ich mir vielleicht hier mal so einen Schildsplitter kaufe. 404 Units, ach komm. Kaufen wir von beiden mal jeweils ein. Nee, ich wollte mir eigentlich so ein Radarteil kaufen. Oh, was haben wir hier Schönes? 18 Plätze. Klasse C. Schauen wir mal im Vergleich. Beides Klasse C. Aktuelles haben wir 18 Plätze, 15 Plätze. Ja, ja. Boah, dafür jetzt 855.000 ausgeben? Ja, muss man, glaube ich, nicht. Das Ansehen hat sich verbessert, das ist gut. Brauchen wir ein bisschen. 1, 2, 3. So, da waren wir überall, dann gehen wir nochmal zu ihm rein. Gucken, was er zu erzählen hat. Chemiker-Entität. Kovacs Echos. Die Lichter der Maske sind dunkel und stimmen zittern. Sie schaut leicht interessiert, aber erscheint in seinen Gedanken woanders. Steckt die Hand langsam aus im Handelsfach von den Füßen. Zu spät, die Identität verblassen endgültig. Das bleibt bla bla bla. Zwischen Lebensformen wieder mit Energieversorgung. Zack. Die enttäuschte Lebensform geht blinkend wieder online. Widerwillig öffnet sie das Lagerfach für mich. Was? Hat sie verschlechtert? Karitplatte haben wir gekriegt. Oh, toll. Weißt du, da helfen wir. Da sind wir nett, weißt du. Ganz toll, ganz toll. Das hast du fein gemacht. So, X. Einmal Fotomodus. Machen wir hier mal so ein kleines Shooting. Oh, oh, oh. So. Upp. Okay, das haben wir. Ich muss das mal gucken, wie viel kostet dieses Signal? Eine galvanische, 2 Karit. Da müssten wir wieder die komischen, das Antrium wieder sammeln, ne? Antrium, 2 Karit. Ich würde das aber echt gerne markieren, weil ich glaube, das lohnt sich, wenn wir hier für 3,8 mit 3,8 plus unsere Isoliergel verkaufen können. Dann müssen wir nicht jedes Mal 80 Milliarden Kilometer weit fliegen.
So, wir müssen nur eine Höhle finden, wo wir das Antrium ziehen können. Da vorne ist eine Höhle. Könnten wir Glück haben. Wir können auch mal eben hindüsen, oder? Ich bin immer so lauffaul. Dann holen wir uns auch hier mal schon Antrium. So, das war falsch. 28%, da kann ich eigentlich gleich mal aufladen. Wenn wir schon mal hier sind. So. Nehmen wir Tamium oder Kohlenstoff? Ich glaube, Kohlenstoff nehmen wir erstmal. So, Tamium, Plutonium haben wir verhältnismäßig wenig. Nehme ich sogar lieber Tamium. Ja. Nein. So, einmal. Ach, guck mal, hier ist er noch dick. Also hier mal so exotisches Antrium nun wirklich nicht, weil wir das so oft finden bei irgendwelchen Höhlen. Also ich so richtig, naja. Naja, soll ja auch nicht mein Problem sein, was soll's. Da können wir nämlich mal schnell einen Marker setzen. Können wir schnell nämlich mal einen Marker setzen und dann wissen wir mal, wo wir hinfliegen müssen. So, da haben wir noch ein Antrium. Da ist ein Antrium. Ah ja, ist doch gerade so. Die Größe ist gerade mal so von der Kapazität, dass wir da gerade so vielleicht gerade mal eine galvanische hinkriegen. Ja, gut. Das andere Antrium ist wahrscheinlich im Felsen drin. Das bohre ich jetzt mal nicht weg. Dann das Plutonium. Na, sollten wir auch mal wieder das Lager auffüllen, weil sonst wird das so langsam knapp. Deuterium, aber davon ist auf jeden Fall noch einmal Antrium. Antrium. Oh. Gut. Das ist, glaube ich, alles weggepflückt hier. Da ist noch einmal Antrium. Vielleicht haben wir auch schon genug, ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ist egal. Hey! Mistvieh. Oh ja, klar. Ja, natürlich. Auf meinem eigenen Planeten werde ich angegriffen. Was ist denn hier los? Ja, okay, ich habe natürlich... Ich hätte nicht schießen sollen. So, ist mir jetzt aber wurscht. So, passt schon. Oh. Mal Vormodus ändern. Stop. Gut. Schauen wir mal. Keine freien Plätze mehr, das ist natürlich doof. Eisen könnten wir, das kleine Stückchen können wir mal wegschmeißen. 173, das müsste locker reichen. Ja, kann man ja auch schon sehen. Galvanische. Ah, 50, siehst du? Die müssen wir sowieso aufladen mit der Schild. 81%. Machen wir die mal die Schildplatte. Und eine zweite Karit brauchen wir noch, ne? Aber wir haben kein Eisen, oder haben wir noch Eisen? Sieht nicht danach aus. Ne, Eisen haben wir nicht dabei. Weil wir auch das Schiff natürlich nicht dabei haben. Stimmt ja. Ah, wir haben das da. Guck mal, da ist das Schiff.
Aber es ist zu weit weg. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich Eisen hier sammeln. Das heißt, irgendwas anderes muss ich wegschmeißen, sonst funktioniert das hier nicht. Schildsplitter. Ach komm, laden wir es auf. So, dann haben wir den einen Platz frei. Was soll's? Was soll's? So, Eisen machen wir trotzdem noch. Das, oh, das ist Eisen. Ist gut. So, was brauche ich noch an? Braucht ihr überhaupt an Eisen? Karitplatte. Ach, fünfmal Eisen, ich dreh durch. Zwei, vier, reicht. Ach, ich immer, dass ich mal meinen Waffenmodus wechseln muss. So. So, Karit. Zack, Karit, den Rest schmeißen wir weg. Und dann können wir hier nämlich einen Marker setzen. So, das wollte ich eigentlich. Werde das auch nochmal antreten. Ja. Ich setze den Marker mal direkt bei der Landeplattform. Wahrscheinlich werde ich mich in den nächsten Folgen wieder fragen, hey, warum habe ich da Marker gesetzt? Was soll das denn? Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt zu Fuß gelaufen bin. Ich habe dahin noch den Gleiter. Naja. So, dann setzen wir doch hier mal den Marker hin. Marker. So, Marker. Löschen, Farbmodus, Satz ändern. Was für ein Satz? Satz. Achso, Satz ändern. Ja, natürlich. Satz ändern. Farbmodus. Material. Ja, keine Ahnung. Geht das? Ich setze das Ding jetzt einfach hin. Fertig. Aber guck mal, da hat die Farbe tatsächlich geändert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Interagieren. Aber mehr kann man mit dem Biest ja auch nicht machen. Schade, dass man da jetzt nicht irgendwie noch irgendwas reinschreiben kann. So nach dem Motto, hier kannst du ganz gut Isoliergel verkaufen. Nee, anscheinend nicht. Aber ist auch egal. Ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier erstmal einen Marker. Dann wissen wir hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder hinfliegen oder hinfahren, dass wir hier Isoliergel zu einem sehr guten Preis verkaufen können. Dann müssen wir nämlich auch nicht immer ins Weltall, wir müssen nicht immer irgendwo gucken und hin und her reisen, sondern wir haben da dann ganz entspannt eine Verkaufsmöglichkeit. Wobei ich eigentlich zu Hause wollte ich mir ja eh nochmal so Verkaufsterminal reinsetzen zu Hause. Dafür brauche ich aber nochmal 500 Emeril, da muss ich mal einen Ausflug machen auf einen der Randplaneten oder so, dass ich mir da nochmal irgendwie Aufnahmepause mal 500 Emeril organisiere und dann bauen wir sonst so ein Ding mal hin. So. Nichtsdestotrotz wollten wir eigentlich noch die letzten zwei Viecher finden. Fragt sich nur, wo die sind. Sind die an Land oder sind die unter Wasser? Hier ist nochmal Plutonium. Das würde ich ganz gerne mitnehmen in der jetzigen Situation. So, ein. So, da noch Häufchen, da noch Häufchen, da noch Häufchen. Da noch einer, da auch noch einer. Okay. Ja, zu der Ruine können wir nachher nochmal hinfliegen. Also da würde ich jetzt... Ah, aua, aua, das tut weh. Nee, doch nicht. Gut. Hier steige ich mal kurz aus. Das könnten natürlich auch Fliegeviecher sein. Warte mal, guck mal hier oben. Das könnten auch Fliegeviecher sein. Da, siehste. Nein, nicht schießen. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, dass sie auch Fliegeviecher noch sein können. Dürfte eigentlich nur noch ein Viech fehlen. Upp. Was? Ach, du dreckige... Sag mal! Ja, ist ja gut, hey! Oh, ne. Ich hab doch nur ein bisschen rumgeballert. Stell dich mal nicht so an, ey.
Treffer und nix. So. Schild. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schild deaktiviert ist. Hey, ist das ein Schild? What? Da ist alles gut. Okay, wollen wir es nicht weiter hinterfragen. Wollte jetzt nochmal gucken, ob hier in der Nähe irgendwas rot ist. Aber da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, dass wir hier eventuell noch irgendwelche Fliegeviecher haben. Hoffentlich war das auch... Ich gehe mal wieder meinen. Meinen kleinen Grasshopper. So, ich wollte eigentlich mal gucken, ob wir... Wie bei unseren Entdeckungen, ob wir jetzt uns noch einer fehlt. Ja, da fehlt tatsächlich nur noch einer. Okay, das bedeutet entweder noch ein Fliegeviech, ein Landviech oder ein Wasserviech. Ich versuch's mal kurz im Wasser, wenn wir hier sowieso schon mal auf der Ecke sind. Ansonsten müssen wir mal hier ein bisschen durch die Gegend cruisen, dann würde ich schon fast eher sagen, Landviech würde es nicht sein. Also entweder ist es noch ein Wasserviech oder noch ein Fliegeviech. Schätze ich mal so ganz unvermittelt. Ich denke mal, es wird eher ein Fliegeviech sein. Bei Wasserviech haben wir auch schon zwei. Da glaube ich nicht. Was ist das eigentlich für eine Pflanze da? Kann man die abbauen? Oh. Die sah so aufdringlich aus. Wo ist mein... Ach da. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Okay. Also richtig große Wassertiere wären mal so der Hammer. So Walgröße oder so. Das wäre echt was. Ich meine, gibt es sicherlich auch irgendwo, aber hier habe ich das noch nirgends gesehen. Sieht das Wasser auch viel zu tief aus, also schätze ich mal nicht, dass hier irgendwelche Viecher sind. Ach, wir fahren mal hier wieder an Land. Ist ja jetzt hier nichts, was mich irgendwo interessieren würde. Und die haben wir ja schon, die Kameraden, die haben wir auch schon. Na, ich denke mal, es wird tatsächlich ein Fliegeviech sein. Ich kann mir immer so vorstellen, dass da vielleicht immer so 5 Landtiere, vielleicht 2 Wassertiere und 2 Lufttiere immer dabei sind oder irgendwie sowas. Das irgendwie immer so ganz simpel zusammengestellt ist. Wir können natürlich mal den nochmal probieren, aber das die haben wir auch schon. Ah. Es fehlt nur noch ein Tier. Ich habe mir schon. Hier sind keine Fliegeviecher. Haben wir auch schon, ne? Vorsichtshalber. Ja. Nichts in der Nähe. Nichts, wo ich sagen würde, kann es passen. Nein, natürlich nicht. Ja, es könnte dann doch schon ein bisschen länger dauern, bis wir tatsächlich mal diese 10 Planeten voll haben. Huch. Huch.
Was mähe ich denn hier alles um, sag mal? Oh, warte, da ist ein Monolith. Den nehmen wir natürlich noch mit. Na? Ja, natürlich. Wo finden wir das letzte Viech? Tja, wo sollen wir das noch finden? Wo können wir das noch finden? Warte mal kurz. Ah ne, okay, die hatten schon. Die hatten wir auch schon. Hier muss doch noch das letzte Viech geben. Das letzte Vieh, was wir scannen müssen. Schön wäre natürlich auch ein Hinweis gewesen. Hey Mensch, da gibt es noch eine Kreatur der Lüfte oder sowas. Und die müssen wir nochmal scannen. So ein Hinweis wäre natürlich mal richtig super gewesen. Okay, das, die haben wir auch schon. Irgendwo muss doch hier noch irgendwas rumfliegen, rumschwimmen oder rumlaufen, was wir noch nicht kennen. Nun gut, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal ein kleines Päuschen und ich werde hier noch ein bisschen rumgondeln. Huch. Ich werde hier noch ein bisschen rumgondeln und ja, wenn ich das Tier gefunden haben sollte, dann sage ich euch gerne Bescheid. Aber ansonsten weiß ich nämlich natürlich nicht, wie lange ich hier noch unterwegs bin. Und bevor das jetzt sich noch über 3, 4, 5 Folgen erstreckt, werde ich lieber in der Aufnahmepause noch einmal rumschauen. Es sei denn, nee, die haben wir ja auch schon. Die haben wir auch schon. Ein letzter Blick. Alles grün. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man so am Horizont irgendwie vielleicht mal einen roten Marker sieht, dass man da vielleicht nochmal hinfahren kann. Aber einen Hinweis habe ich jetzt nicht wirklich. War. Nicht wirklich, ne. Gut, also wie gesagt, an dieser Stelle mache ich ein kleines Aufnahmepäuschen. Ich werde ein bisschen rumfahren und gucken, dass ich vielleicht noch die letzte Spezies finde. Und wenn ich sie gefunden habe, dann melde ich mich natürlich strikt bei euch. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Daumen drücken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal in Sky wieder. Macht es gut. Tschüss.